Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Hook. Das ist ein kleines, entspanntes Puzzle-Game. Gibt's auf Steam. Und ja, das ist ein, ja, ich nenne es jetzt einfach mal One-Shot. Also dieses Spiel werden wir vermutlich in einem Video komplett durchspielen können. Ich habe es auch schon mal durchgespielt. Es gibt ein Steam-Achievement, das habe ich auch schon. Das bekommst du, wenn du alle Puzzle gelöst hast. Und genau das werden wir jetzt reproduzieren. Es geht los. Ja, Intro gibt's keins. Das ist der Startbildschirm und das Prinzip ist ganz einfach. Wir klicken auf diese Buttons und dann werden diese Haken eingefahren. Das war Level 1, jetzt kommt Level 2. Das ist ganz einfach. Hier kann nämlich noch gar nichts passieren. Wir können die einfach so einfahren. Das wird aber noch ein bisschen komplizierter. Ich glaube, es gibt 40 Level oder so. Auch das ist noch ganz einfach. Einfach nur anklicken. Aber ihr werdet gleich sehen, das wird noch ein bisschen happiger. Zum Beispiel, ich zeige es jetzt nur mal, hier dieser Haken, den können wir nicht einziehen, weil Butz geht nicht. Level startet neu. Wir müssen natürlich erst den wegziehen, können dann den wegziehen. Ne? Okay, Prinzip klar. Und das wird jetzt immer noch ein bisschen komplizierter. Hier zum Beispiel ganz klar, wir müssen erst ihn rausziehen, können dann ihn einziehen. Ganz einfach. Aber wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, das Spiel wird noch ein bisschen knackig. Hier geht es jetzt nämlich schon in drei Ebenen. Natürlich müssen wir erst ihn rausziehen, der geht hier hin. Dann können wir ihn hier reinziehen. Ihn können wir noch nicht reinziehen, weil er noch blockiert. Und dann können wir hier den letzten Haken einziehen. Ja, das mag jetzt vielleicht noch einfach aussehen. Aber das ist es gar nicht. Ich muss kurz mein Mikrofon richten. Jetzt ist mein Mikrofon gerichtet. Wahrscheinlich höre ich mich jetzt ein bisschen besser an. Ja, hier hängen jetzt zwei dran. Können wir diese beiden einziehen? Ja, können wir. Dann können wir diese beiden einziehen? Nein. Ach nee, die hängen ja gar nicht zusammen. Es ist ja nur der eine hier einzeln. Läuft, dann er und dann er. Läuft doch. So, die 8. Ja, ihr seht schon, es wird komplexer, aber es ist immer noch absolut machbar. Und dass alle Puzzle machbar sind, habe ich mir selbst schon bewiesen, weil ich das Spiel, wie gesagt, schon einmal komplett abgeschlossen habe. Aber das ist jetzt auch schon eine Weile her. Wer weiß, ob ich geistig noch genauso fit bin wie damals, als ich dieses Spiel durchgespielt habe. So, hier geht's los mit ihm. Dann kommt hier er. Dann kommt hier er hier unten. Und dann er. So, mag mir das gefallen. Wir sind schon bei Puzzle 11. Wie gesagt, ich glaube, es waren 40, aber ich bin mir nicht sicher. So, hier wird es jetzt nochmal interessanter, weil die gehören hier zusammen. Ne? Also auch wenn die Linie hier unterbrochen ist, das gehört trotzdem zusammen. Also müssen wir erst hier anfangen, dann da, dann da, dann da. Läuft doch. So, jetzt, ihr seht schon, ne? Es wird komplexer. So, der nicht, aber das gehört zu ihm hier. Dann können wir ihn ziehen, dann können wir ihn ziehen und dann das große Finale. Überragend. Überragend. Also, guck hier seht ihr es. Hier wird eine neue Mechanik eingeführt, nämlich diese Knotenpunkte, die gehören alle zusammen. Also hier kann man nichts machen, sondern wenn wir hier draufklicken, zieht er alle ein. Gut zu wissen, denn das wird jetzt hier wahrscheinlich Phase sein. Erstmal ihn ziehen. Dann ihn ziehen und dann den letzten hier oben. So, die 15 führt dahin. Ja, können wir machen. Und dann können wir das machen. 16. So, der hängt fest. Der da hier wäre interessant. Das ist auch, das passt. So, dann könnten wir ihn ziehen. Aber können wir auch ihn ziehen? Nein, können wir nicht. Wir müssen erst den da hier rausziehen. Jetzt könnten wir das machen. Und dann ist egal. Können wir beide gleichzeitig machen. Die 17. Oh, hi. 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 Okay, damit können wir nichts anfangen. Mit ihm können wir nichts anfangen. Mit ihm können wir arbeiten. So, hier ist die Frage. Ja, wir können das machen. Das sieht jetzt krass aus, weil
Man sieht, man kann es nicht auf einmal erfassen, so sag ich mal. Das geht, das geht. So, dann ist nur die Frage, wir müssen ihn hier ziehen und ihn hier ziehen. Kein Problem. Dann ziehen wir ihn noch raus und dann den Rest. Ja, dadurch, dass der Bildschirm immer voller wird, sieht das komplex aus und sieht so voll abgefahren aus. Aber geht eigentlich. So, neue Mechanik. Diese Dinger können wir drehen, um dann ihn zu ziehen, drehen und dann ihn zu ziehen. Und hier das gleiche Spiel, erst ihn, dann ihn. Ja, und das sind, glaube ich, soweit ich weiß, alle Mechaniken. So, jetzt ist es nämlich so, wir müssen hier unterbrechen, damit er nur den einen zieht. So, dann können wir sie beide wieder drehen und können die ziehen. Alle drei auf einmal geht natürlich nicht. Na, so, die 20, die 20. Das ist doch auf jeden Fall, kommt hier schon mal einiges zusammen. So, guck mal, ihn will ich einzeln ziehen. Das geht auch, wenn ich das drehe und hier ziehe. Kein Problem. Das Ganze können wir auch hier reproduzieren. Und dann können wir das Ganze hier einmal produzieren und dann noch hier. Ah, es ist so schön. Es ist auch so schön beruhigend, das Gedudel da ein bisschen im Hintergrund. Ah, es ist eigentlich ganz schön. So, wir wollen sowas hier machen, damit er hier rüber diese beiden zieht. Wenn wir hier hochgucken, das geht natürlich noch nicht. Wenn ich die so kappe, dann macht er nichts, ne? Dann macht er da gar nichts. Dann macht er nur diese beiden. Mehr will ich nicht. Okay. Jetzt machen wir das so. Dann kann er diese beiden einziehen. Jetzt will ich zuerst den hier und dann den hier. Ja, mit bisschen Geduld und Verstand kriegt man dieses Spiel hin. Also das ist eine ähnliche Mechanik, nur eben, dass man diese Ecken dreht. Wir gehen erstmal nach links und erstmal da hoch, dann da hoch. So, dann haben wir nur noch die Seite. Wollen zuerst ihn ziehen und dann den ziehen. Ihn ziehen. 23. Macht euch da keine Hoffnung. Das wird noch böse. Das wird noch böse. Mit ihm fangen wir an. Dann könnten wir ihn ziehen und dann können wir so beide ziehen. Mir gefällt das. Also ich mag solche Spiele, auch dass sie überschaubar sind von der Länge. So, also. So, da kommen wir an ihn hier ran. Und ich will auch nur an ihn. Also müssen wir einmal gucken. Er führt ins Leere. Das müsste gehen. Ja. Und jetzt können wir eigentlich beide ziehen. Warte mal. Wie kommen wir denn da ran? So. 25. Oh boy. Oh boy. Okay, erstmal nur er. Nur er. Das bekommen wir so hin. Dann er hier. Bekommen wir so. So, dann will ich nur ihn. Das müsste so gehen. Jawohl. Dann nur ihn. Das dürfte so kein Problem sein. Und dann ihn hier und auf der Seite ihn hier. Ja. Es ist schön. Ich spüre, wie meine grauen Zellen erwachen. Es ist doch was, oder? Das ist doch was. So, wenn wir hier eine Sackgasse bauen und hier eine Sackgasse bauen, dann ist links erstmal passé. Gut, können wir uns auf die rechte Seite konzentrieren. So, wir möchten nur ihn. Das heißt, wir verkabeln ihn nach unten, dann hier nach drüben und hier nach drüben. Dann kommt hier nur das. Er führt ins Leere, dann müsste er nur den ziehen. So, jetzt ziehen wir ihn. Den legen wir hier hoch, hier rüber, hier runter. Passt. Und hier unten könnten wir könnten ihn theoretisch anlegen, aber es geht nicht. Deswegen ziehen wir nur ihn, drehen das Ganze, ziehen dann ihn, legen es dann hier hoch, hier rüber, hier hoch und hier rüber. Heiliger Bimmer. Er wird doch schon ein bisschen komplexer. So, wir fangen nur mit ihm an, also nach oben, drüben, darüber, zieht.
So, nach unten, nach rechts, nach oben passt. Nach unten, nach rechts, nach unten, nach rechts. Und dann hier einmal hoch, nach rechts, oben, nach rechts. So, ihr seht schon, es wird komplexer, aber ich finde, es ist noch nichts Schlimmes. Überhaupt nicht. Aber, ne? So, also nur er. Wir haben da keine Wahl, wir müssen ihn nach unten leiten. Dann nach rechts, dann nach oben. Ja, man muss hier das halt so hin und her bauen, ne? So. Und das Ganze dann einmal umdrehen. Eine andere Chance hast du hier in dem Level, glaube ich, gar nicht. Ist einfach nur viel Rumgeklicke für wenig Haken, die du ziehst. Aber was willst du machen? So, hier, das sind, ja genau, das sind einfach solche Stücke, die man drehen kann. Die führen jetzt. Nee, jetzt wäre es kritisch. Aber wir gucken mal. Also, wir wollen ihn hier nur nach oben leiten. Und dann Sackgasse. Passt. So, als nächstes wollen wir durchlaufen, um ihn zu ziehen. Jawohl. Und dann ist es im Prinzip egal. Können wir beide auf einmal ziehen? Jawohl. 29. Oh ja. Jetzt wird's spannend. Also, den können wir nicht ziehen. Also hier einmal Block. Sind wir uns da soweit einig? Ich denke ja. So, hier, also hier oben sonst, können wir hier drüben ihn nicht ziehen, aber ihn. Das heißt, wir blocken das nach rechts weg, damit er hier runter geht und ihn zieht. So, hier wollen wir nach rechts abblocken, aber wir können nach links. So, jetzt müsste er nach meiner Logik ihn hier ziehen und ihn hier links ziehen. Läuft. So, jetzt wollen wir ihn hier unten ziehen. Den holen wir uns so. Und hier oben können wir aufmachen. Und dann können wir hier oben aufmachen. Und haben schon wieder eins abgeledert. Das ist doch was. So, dann nur hier oben. Alles andere müssen wir blocken. Das heißt, wir blocken das Ganze so. So, dann will ich ihn. So. Und dann einmal den kleinen, der blockiert war. Die 31. Oh, ihr seht schon, ne? Ihr seht schon, jetzt knallt's. Langsam knallt's. So, wo ist der erste, den wir ziehen können? Das ist, glaube ich, er hier. Das ist der erste, den wir ziehen können. Also einmal nach oben, nach rechts, nach unten, nach links. Zieht nur ihn. Okay, wo können wir weitermachen? An ihm hier. Er ist der nächste. Das heißt, den schließen wir an, nur nach rechts. Hier soll er nur durchlaufen, sonst nichts. Und dann machen wir hier wieder den Quatsch. So. Der nächste wäre er hier. Das heißt, wir machen das einfach auf und dann ändert sich nicht viel. So, als nächstes hätten wir ihn hier. Das heißt, hier müssen wir einmal umlenken. Nach oben auf ihn. So. Jetzt ziehen wir ihn hier oben, indem wir alles wieder zurückbauen. So. Dann verschwindet oben das schon mal. Super. So, jetzt wollen wir ihn hier. Das heißt, wir blocken nach links. Machen sonst aber auf. So. Und jetzt können wir beide auf einmal ziehen. Ja, so entfädelt man das Stück für Stück. Eins meiner Hobbys ist ja auch Knoten öffnen, ne? Verknotete Fäden öffnen und sowas. Klingt blöde, ist aber so. So, hier eine quasi neue Mechanik. Nämlich hier in der Mitte, der ist am einfachsten zu erklären. Ich mache auf und ich könnte die einzelnen nicht ziehen. Wenn ich aber alle drei auf einmal ziehe, kein Ding. So, und das Ganze ist jetzt hier oben auch ein Thema. Das ist egal, woran wir es anschließen. So, er zieht jetzt alle auf einmal. Und hier sieht das Ganze so aus. Alle auf einmal ziehen. Passt. Ist mehr oder weniger eine neue Spielmechanik. So, hier wird es jetzt auch wieder super lustig. Super lustig ist das. Können wir nur ihn hier ganz alleine ziehen? Das wäre eine große Frage. Der führt hier lang, hier im Kreis, hier lang. Ja, das müsste so eigentlich funktionieren. Tut es auch. So, können wir jetzt ihn hier uns schnappen? Ja.
So, genau. Geht das Ganze jetzt auch mit ihm? Führt hier einmal im Kreis. Ja, der hängt ja nur hier dran. Cool. So, was machen wir mit ihm? Das da. So, mit ihm. Ja, einfach nur anschließen. Und jetzt machen wir auf und ziehen. Ja, ich hätte jetzt beide gezogen. So geht es natürlich auch. Ja, 34. Okay, das hier sind jetzt Wireless Connectors. Ist auch im Prinzip eine neue Mechanik. So, wir fangen an und ziehen erstmal nur hier den. Und hier können wir alles ziehen. Zack. Und dann drehen wir hier die Ecke und ziehen ihn noch. Passt. 35. So. Oh ja, das ist auch spannend. Denn wir haben hier drei verschiedene Logos. Hier, das hier ist ja das gleiche wie das Wi-Fi-Zeichen. Hier ist es einmal umgedreht mit den Bögen und hier sind die Striche gerade. Und da, wo wir es hinschießen, kommt es halt hier auch raus. Versteht man, was ich sagen will? Ich denke nicht. Es macht aber nichts. Vertraut mir, ich habe das im Griff. Also, wir wollen erst ihn ziehen, das heißt, wir wollen erst an den Geraden. Das ist der hier. Gehen wir hier einmal im Kreis. Zack. So, im Anschluss wollen wir das umgedrehte Wi-Fi-Zeichen. Das hier. Zack. Und dann wollen wir das Wi-Fi-Zeichen. Zack. So läuft das doch. So wird auch ein Schuh draus. So, hier ist es nicht minder crazy, sag ich mal. Im Prinzip würde ich gern mit ihm anfangen. Der führt ganz hier runter, hier nach rechts. Ja, gleichzeitig löst man damit aber den Geraden aus. Das wäre er hier. Wäre das schlimm? Nein, können wir. Cool. Dann machen wir hier einmal auf und hier einmal auf. Dann müsste er jetzt ihn hier und ihn hier ziehen. Das funktioniert. Cool. So, als nächstes wäre er hier dran. Das ist das Wi-Fi-Zeichen und er hier ist das umgekehrte Wi-Fi-Zeichen. Das Problem an der Sache ist, er hier hängt am umgekehrten Wi-Fi-Zeichen und er hier hängt aber genau richtig. Das heißt, wir müssen erst ihn hier ziehen, wir müssen erst das Wi-Fi-Zeichen ausploppen, nur das, so, und dann können wir die beiden ziehen. Er muss jetzt einmal kurz um die Ecke denken, aber war jetzt auch noch nichts Schlimmes. Aber ihr seht schon, hier wird es langsam wird's ein bisschen verrückt. Langsam wird es ein ganz klein bisschen verrückt. So, wie gehen wir das hier an? Also die Dinger hier können wir noch gar nicht ziehen. Ah, das ist ja nur eins. Also das umgekehrte Wi-Fi-Zeichen, wo auch immer es sein mag. Das Gegenstück hierzu, hier oben. Also der hier ist vollkommen irrelevant. Den dürfen wir nicht drücken. Die Mitte ist tabu. So, wir wollen eigentlich am liebsten die Teile hier wegziehen. Geht das? Wenn wir das hier so verbinden, ich jetzt ihn auslöse, dann holt er mir den weg und hier oben den weg. Das müsste gehen. Probieren wir es aus. Ja. Das Ganze lässt sich bestimmt auf der Seite genauso machen. Ihn hier und hier oben ihn hier. Das müsste gehen. Cool. So, jetzt ist die große Frage, wo wir weitermachen. Hier, das gerade Zeichen, ne? Das gerade Zeichen hier, ihn hier reinziehen, das könnte gehen. Das könnte gehen. Probieren wir es aus. Es geht auch. Super. So, dann haben wir hier das Wi-Fi-Zeichen. Können wir auslösen. Und dann ist es eigentlich nur noch hier draufklicken und wir sind fertig. Cool. Cool. 38. Oh boy. Jetzt wird's crazy. Crazy wird das hier. So, hier ihn dürfen wir nicht belangen. Aber wir können die beiden äußeren hier belangen. Das heißt, das ist kein Problem. Können wir machen. So, umgekehrtes Wi-Fi-Zeichen führt hier hoch. Blocken. Auf der Seite hier können wir es so blocken und ziehen jetzt erstmal nur diese beiden. Mehr Übersicht ist mehr gut. Ne? Kennt man ja. So. Ach, wir haben nur diesen einen Knopf. Okay, wir müssen über diesen einen Knopf hier alles regeln. Gut zu wissen.
So, wir haben das Wi-Fi-Zeichen. Wo kommt das raus? Das kommt hier raus. Kein Problem, dann machen wir doch hier auf, weil ihn können wir auch ziehen. Lass es uns probieren. Sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir hier das gerade Zeichen, aber das haben wir hier auch. Das wird also nichts. Erstmal. Wir müssen gucken, dass wir ihn hier rausziehen. Erstmal, aber das geht ja auch ganz einfach, indem wir so machen. Dann können wir den geraden anschließen. Kein Problem. Und das umgedrehte Zeichen können wir. Nee, das können wir noch nicht machen. Also erstmal nur das. So, jetzt machen wir hier auf, holen uns nur ihn raus. Und jetzt machen wir das umgekehrte Wi-Fi-Zeichen und ziehen den Rest. Ja, so dachte ich mir das. So dachte ich mir das. Die ganze Zeit schon. Ja, nicht die ganze Zeit, aber. Ja, ihr seht schon. Ich bin manchmal klug in dem, was ich tue. Aber was zum Geier ist denn hier los? Ich blocke erstmal hier alles. So. Damit hier kein Quatsch passiert. So, wenn ich hier draufklicke, dann habe ich das gerade Zeichen. Der kommt dann hier raus. Hier passiert nichts. Okay. Und hier zieht er aber ihn. Das geht. Das müsste gehen. Und hier müssen wir ihn aber abblocken. So, das müsste gehen. Tut es auch. So. Jetzt könnten wir ihn hier ziehen. Das können wir mal probieren, ob das geht. Ja. Weich wie Butter. Weich wie Butter. So, das Wi-Fi-Zeichen. Was macht das Wi-Fi-Zeichen? Das zieht ihn hier. Das geht auch. Wo kommt das noch raus? Es kommt nur da raus. Ist das die einzige Verbindung? Ich glaube ja. Dann mach mal. Cool. Mehr Übersicht. Mehr Übersicht ist mehr gut. Okay, wo wollen wir als nächstes ziehen? Hier wollen wir eigentlich ziehen. Können wir machen. Können wir tun. So, der ist frei, der ist frei. Es blockiert nichts mehr. Dann können wir die anschließen. Läuft. Blockiert ja gar nichts mehr. War ja ganz einfach. War ja ganz schnuggelig. Was sind denn das für drei Punkte am linken Rand? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Oha. Okay, wir arbeiten mit nur einem Knopf. Okay, wir arbeiten mit nur einem Knopf. Und wenn wir ihn abblocken, so, dann passiert nichts. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist richtig gut. So, aber wo will ich zuerst ziehen? Ich möchte eigentlich ja, hier vorne anfangen, wenn du es so willst. Hier, er hier, der kommt da an. Also machen wir hier eine Ecke. Und hier eine Ecke und hier blocken wir das so. Richtig? Richtig. Okay, jetzt haben wir ihn, den wir ziehen könnten. Das heißt, wir machen hier einfach nur auf. Passt. So, hier können wir weiter nichts tun. So, dann hätten wir hier ihn, der raus muss, der kommt hier hin. Den machen wir auf nach oben und ihn blocken wir weg. Und dann haben wir das Wi-Fi-Zeichen. Das übrigens auch hier ist, aber das kein Problem darstellt. Das heißt, wir machen nach unten auf und hier aber nach oben zu. So, jetzt müsste er zwei Stück ziehen. Sehr schön. So, als nächstes können wir ihn ziehen. Das machen wir auch. Und als nächstes können wir ihn hier ziehen, aber ihn nicht. Ach so, ja klar, indem wir das einfach so machen und das Wi-Fi-Zeichen hier wieder aufmachen. Ja. So, jetzt müssen wir den langen Lulatsch hier rausziehen, richtig? Richtig. Machen wir das doch. So, und jetzt ist es egal. Jetzt schließen wir alles auf einmal an. So. So. Und alle auf einmal. Passt. 41. Oh. Oh jemine. Oh shit. Oh boy. Okay, hier unten, der ist kein Ding. Das heißt, der ist mir egal. Und ihn schließen wir an über hier wieder so ein Kurvenkletterer-Dutch. Warum ist denn der jetzt da nicht? Ach so, so rum natürlich. Das hätte auch schief gehen können. So, dann ihn, das machen wir so. Läuft. Das sieht nur kompliziert aus. Das ist gar nicht so schlimm.
So, ihn kriegen wir so. So. Und dann können wir ihn ziehen. Es ist gar nicht so schlimm, wie das aussieht. So. Ja. Er hier ist im Prinzip das Ganze einfach nur invertiert. So. Der nächste wäre er hier. So. Dann wäre der nächste er hier. So, dann haben wir hier oben einen. Den können wir einfach rausziehen. Hier können wir einen rausziehen, den wir das so einmal anschließen. Dann haben wir ihn. So, und dann unten auf. Passt. Ich bin begeistert. 42. Die Antwort auf alles. Ach du Scheiße. Okay. Es ist wieder so ein Ding, das sieht wahrscheinlich schlimmer aus, als es ist. Wir fangen hier in der Mitte an. Den sehe ich nämlich jetzt gerade. Den will ich haben. Das heißt, hier ein gerader Weg. Hier einmal blocken. Hier gerader Weg weiter. Wie kommen wir denn eigentlich zu so einem Button? So, ne? So würden wir zu so einem Button kommen. Und der ist auch noch dran. Geht. Passt. So, dann machen wir das Ganze so und so. Dann haben wir hier einen mit dran. So, dann haben wir ihn. Der ist aber immer mit links hier dran geschlossen noch. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wir haben jetzt nur ihn. Okay. Dann er hier. Oh, fuck. Ah, das sind die drei Punkte hier links. Okay, man darf es ein paar Mal verkacken. Schön. Schön. Gefällt mir. Das war ein bisschen. Da war ich ein bisschen zu schnell. Habe ich ein bisschen zu schnell geklickt. Schneller geklickt als gedacht. So, wir entfädeln. Was entfädeln wir denn? Ihn hier. Er will hier noch raus. Er wünscht sich die Freiheit. Und da ist sonst nichts dran, ne? Und das führt hier wieder oben lang. Okay, passt. So, die sind chillig. So, lass uns lieber hier entwirren. So. So. So, dann wäre er da einmal dran. Das war ja der da. Okay. Dann haben wir ihn. So. Und dann ist eigentlich alles. Nee, ist nicht alles egal. Erstmal nur er, bitte. Ja, die hängen da alle irgendwie dran. Ja, mach mal. Und so. Ja, da seht ihr es. So, jetzt kommen aber alle Mechaniken hier nochmal, ne? Jetzt kommt hier alles nochmal dran. So, alles einmal wegblocken. Wo müssen wir denn anfangen? Wo ist der glorreiche Anfang? Hier oben wäre der zum Beispiel beim Wi-Fi-Zeichen. Wie kommen wir da hin? Ach so, hier, das ist hier. Oh, shit. Shit. Ja. Wollen wir. Wollen wir haben. Hier können wir hier, den können wir mitziehen, kein Problem. Und hier können wir aber nichts mitziehen. Das ist in der Tat ein Problem. Das ist ein großes Problem. Wir müssen das hier weggeblockt lassen. So, können wir hier was ziehen? Nö. Können wir hier was ziehen? Nö. Können wir am geraden Ding was ziehen? Ja. Indem wir von hier kommen. Und das Ganze so machen. Dann müsste das Ganze funktionieren. Ja, tut es. So, dann nur ihn ziehen. Müsste auf die genau gleiche Weise gehen. Was? Hier oben noch dran. Mist. Hoppla. Mossi schon wieder zu schnell. Schon wieder zu schnell im Gelerch. So, wir können aber hier oben nur ihn rausziehen, das geht. So, dann kommen wir an ihn nämlich dran, dann können wir das machen. Kommen wir an ihn dran und da läuft es ins Leere, müsste gehen. Achso. So. So, passt. So, jetzt können wir ihn einfach noch, damit es weg ist. Damit dieser Scheiß weg ist da drüben. So, wo geht's hier weiter? Hier oben.
beim Wi-Fi-Zeichen. Das können wir jetzt hier natürlich so dran drehen. So, dann können wir ihn drehen. So, dann können wir ihn drehen. Und dann können wir die Ecke anschließen. Hallo? Ach so. So. So nämlich. 44. Ich dachte, es wären nur 40, aber scheinbar sind es ein paar mehr. Oh, was ist denn hier los? Ach du Alarm. Ach du Alarm. Okay. Einmal er hier. Der ist hier dran. Der geht hier nach unten. Hier geht er nach oben. Und ist an ihm noch dran. Das geht aber. Den können wir mitziehen. So. Und hier... ist er dann dran. Also er zieht ihn und hier oben blocken wir ihn weg und dann haben wir erstmal 2 weg. Okay. Ist doch gut. So, dann machen wir nur ihn dran an unsere Leitung, die wir gerade haben. Passt. So, dann wäre der nächste, wäre er hier. Der ist so und so angeschlossen. Jawohl. So, dann hätten wir ihn. Der kommt sehr kompliziert. Der kommt relativ kompliziert. Den lassen wir erstmal. So, was ist mit ihm? Er läuft hier entlang und hier entlang. Dann hätten wir genau ihn nur. Passt. So, der Dude. Den können wir uns so holen. Er hier. Ist wieder an so einem blöden Netz angeschlossen. Aber kein Problem. Der hängt ja nirgendwo, der Punkt. Das heißt, wir können hier aufmachen und ziehen dann nur ihn raus. Jawohl. So, was ist jetzt mit ihm? Jetzt muss nämlich die Reihenfolge eingehalten werden. Wir haben ihn. Der läuft hier lang und dann runter. Passt. So, dann haben wir ihn. Den schließen wir so an. Und dann haben wir ihn. Passt. Ja, wenn sich's dann entwirrt, geht's schnell. Oh, hi. Was bist denn du für ein Gebilde? Ach, du Alarm. Okay, und alles über diesen einen Knopf hier. Gut, Knopf macht nichts. Passt. So, jetzt, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Ich würde sagen, am Wi-Fi-Zeichen, das hier geblockt ist, das hier geblockt ist und das hier an ihm dran ist und sonst nirgendwo. Einverstanden? Wi-Fi-Zeichen. Warte mal, man kann das nicht einzeln? Doch, kann man. So. So, nur der eine. Ja. So, hier. Den können wir nicht ziehen, weil er noch im Weg ist. Das heißt, wir müssen ihn einmal ziehen. Das geht so. Dann an der Geraden, die wäre hier. Ja. Und den müssen wir hier abschließen und hier abschließen. So. Dann können wir ihn und ihn ziehen. Dann machen wir hier auf und gehen wieder ans Wi-Fi-Zeichen. So. Was? Was hat er denn jetzt da alles noch probiert? Moment. Wi-Fi-Zeichen. Ach so, der ist hier drüber noch angeschlossen. Oh Gott. Mossi, was ist los mit dir? Da ist er noch nicht dran. Jetzt müsste es gehen. Ja. Was habe ich denn da eben fabriziert? Okay. Wieder drehen. Wieder. Ne, brauchst du nicht drehen. Hier einmal drehen. So. Hö? Achso. Ihn natürlich dran machen. So, umgekehrtes Wi-Fi-Zeichen. Das ist er hier. Es ist aber jetzt auch egal, ne? Ja. Weil es ist ja nur noch ein Haken. Muss man ja gar nicht mehr aufpassen. Hey, umgekehrtes Mikado. Wi-Fi-Zeichen. Wo ist das andere Wi-Fi-Zeichen? Hier oben. Kriegen wir das hin, dass er nur hier hoch geht? Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. So nämlich. So, der nächste wäre er hier. So und so. So. Oh. Was ist denn da jetzt passiert? Ach so, der ist natürlich noch... Warte mal, hier hoch. Hä? Moment.
Moment. Der soll hier durchleiten. Aber den können wir sonst nirgendwo abschließen. Fuck. Hier ist er erwünscht. Hier ist er nicht erwünscht. Obwohl, wir können das hier abmachen. Dann passt es. So müsste es jetzt gehen. Was? Wo bin ich da noch dran, wo ich nicht sein will? Der führt hier... Ach, Mossi, bitte. Jetzt. Mann. Wie konnte ich das denn übersehen? So, jetzt wollen wir nur ihn. Der führt hier lang. Der hängt da aber noch dran. Den müssen wir jetzt hier drehen. Und hier nur nach oben leiten. Das passt. Dann machen wir ihn ab. Müsste gehen. Warte, nein! No! Okay, nochmal. Ganz frisch. Ganz frisch und mit Verstand jetzt, okay? Also, wir kommen hier. Den wollen wir ziehen. Das ist das Wi-Fi-Zeichen. Das Wi-Fi-Zeichen ist hier. Hier wollen wir einen Anschluss, okay? Also hier nach links abschließen. Ungefährlich. Hier wollen wir nur nach oben leiten. Geht nicht. Wir müssen auch noch nach unten leiten, aber hier können wir abschließen. So. Easy. So, jetzt hier oben. Einmal mit Verstand. Hier oben. Der führt hier lang. Den leiten wir hier nach unten durch. Hier kommt er beim umgekehrten Wi-Fi-Zeichen an. Den können wir hier ausschließen. So, dann haben wir den Weg hier runter. Den würde ich so machen, damit er nach rechts kommt. Hier unten schließen wir ihn aus. Und hier ist noch alles ausgeschlossen. Müsste jetzt gehen. Jawohl. Geht doch. So, jetzt holen wir uns den ganz einfach, indem wir hier nur durchleiten. So, jetzt holen wir uns den da hier. Der hier Quatsch macht. Den wollen wir so umleiten. So, der geht nach oben. Dann schließen wir ihn nirgendwo aus, weil hier oben sind wir ja noch so gut angeschlossen. Ja. Da haben wir eigentlich nichts verändert. So, jetzt haben wir ihn hier. Den kriegen wir so. Nee, so. So, ja. Dann haben wir ihn. Den müssen wir so abschließen. So. Und hier einmal lang führen. So. Dann haben wir diesen guten Stock, der so angeschlossen ist. Und dann ist alles egal. Jetzt müssen wir das Ding auch noch anschließen. Hallo? Anschließen, sage ich. So, passt. 47. Oh, Heiland. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie viele Rätsel es sind. Wir werden es erleben, Freunde. Wir werden es einfach nur noch erleben. Wir haben ja keine Wahl. So. Wie geht denn das hier los? So, ich möchte ihn. So, der ist jetzt hier angeschlossen. Auf der Seite ist geblockt. Nach unten geblockt. Da geblockt. Müsste gehen. Was? Ach so, der geht natürlich noch hier runter. Ja, so. So, dann haben wir ihn. Den schließen wir so an, den ab. Warte mal, so geht das nicht. Doch, so geht das. So, dann haben wir ihn. Der kommt so mit dran. Jawohl. So, dann haben wir einmal hier oben. Oh, die sind egal, die machen wir später. So. Die sind unkritisch. Sagen wir es mal so. Der da. Dann brauchen wir ihn. Ihn hier rausziehen. Das geht so. Dann können wir ihn hier rausziehen. Das machen wir ganz einfach so. Dann haben wir ihn noch. Den kriegen wir so. Okay, die kriegen wir dann schon irgendwie hin. So, andere Seite. Andere Seite. Hallo. Hallo, wo ist der Start? Hier ist der Start. Du bist der Start. So. Müsste es gehen? Ja. So, dann einmal er hier.
So. Dann kommt er nur nach links. Ist so angeschlossen. Und der darf nicht angeschlossen sein. So. Ja. So, dann er. Das geht so. Dann er hier. Den kriegen wir so. Und ihn kriegen wir so. Ist egal. So, dann hier von hier unten. Da brauchen wir den da. Den kriegen wir so. Dann den ganz hinten. So. Dann haben wir ihn hier, den guten. So, dann schließen wir ihn an. Und dann machen wir irgendwas. So. So kommen wir da dran. Zack. Zack. Hallo? Ich dachte so. Ach so. So. So kriegen wir die alle. 48. Ja, wir kommen langsam an den Zenit, glaube ich. Ich glaube, es waren dann 50. Ich meine, es war auf jeden Fall eine runde Zahl, daran kann ich mich erinnern. So, du bist der Anfang. Du bist der Anfang von allem. Du bist das Alpha und das Omega, Bruder. So, wir haben zwei Knöpfe. Er hier führt nur an den. Das heißt, wir müssen alles andere über den hier steuern. Einverstanden? Einverstanden. Im Moment macht der gute Knopf nix. Gut so. Gut so, wir fangen hier an. So, der führt hier hoch, das geht natürlich gar nicht. Das müssen wir also so machen. Richtig? Richtig. So, dann zieht er ihn noch mit, das ist kein Problem. Er zieht ihn noch mit, das ist ein Problem. Das heißt, so können wir das nicht aufbauen. Das ist schlecht. Das ist denkbar schlecht. Gut, dann ist das der falsche Ansatz. Dann gehen wir mal hier rein, gucken mal hier. Denn hier sind wir ganz gut eigentlich am Start. Denn hier unten können wir das Ding abknipsen. So, dann nochmal. So, hier geht er lang, hier kommt er lang. Hier hoch natürlich No-Go, aber so, kein Problem. Und hier nach unten geleitet, dann zieht er den ein. Geil. Sehr geil. So, jetzt drehen wir das Ding und ziehen ihn hier oben einmal. So, dann. Wie kommen wir denn an ihn hier ran? Das müssen wir irgendwie über das Wi-Fi-Zeichen lösen. Später dann, vermutlich. Also gucken wir weiter. Wo können wir was ziehen? Wen können wir herausziehen? Den da. Den könnten wir theoretisch ziehen, zusammen mit ihm. Das hatten wir doch auch eben schon mal. Weil er jetzt auch ziehbar ist. Genau, das geht jetzt. Das geht jetzt. Also wir wollen ans Wi-Fi-Zeichen. Pass auf. Er ist hier dran, passt. Er kommt damit dran und er kommt damit dran, passt. Das geht nach unten, das geht ins Wi-Fi-Zeichen. Das haben wir hier. Das können wir jetzt hier anschließen. Müsste jetzt problemlos gehen. Tut es auch. So, jetzt holen wir uns den da. Ziehen. Passt. So, weiter geht's hier. Der nicht dran ist, jetzt aber schon. Dann holen wir uns ihn hier. Passt. Jetzt holen wir uns den da. Dann holen wir uns einfach ihn hier. So, das nächste wäre zum Beispiel der da. Kein Problem. Jetzt brauchen wir ihn hier. Er ist der nächste. Den können wir aber einfach hier drumherum leiten. Siehst du, das habe ich vorhin nämlich so gar nicht gesehen. So, nach oben. Hä? Was? Warte mal, wo blocke ich denn? Da. So. Und so. Geht. Geht. 49. Ach, Dusch. Okay. Okay. Hier geht's los. Du bist der Erste. Du bist der Erste. Hier machen wir dich ab. So, dann führst du nur hier unten lang, ganz weit. Gut, Durchlauf und hier abmachen. So. Der nächste ist er hier. Er hier. Er geht hier hoch. Hier links können wir ihn, sollten wir ihn auch blocken.
Dann geht er hier rechts runter. Das ist natürlich Quatsch. Wir müssen ihn hier rumlenken. Dann geht er hier lang. Hier den abschließen. Dann können wir ihn hier rüberziehen. Jo. Sehr gut. Der nächste wäre der da. Der kommt hier einmal lang. Hier ist Quatsch. Wo führt denn das hier unten lang? Das ist nicht angeschlossen und hier sind wir da dran. Den machen wir ab. Passt. So. Dann hätten wir ihn hier. Wobei der egal ist. Der ist nirgendwo im Weg. Den können wir später machen. Der nächste interessante ist... Der da hier. Er hier. Führt hier lang. Führt hier hoch. Führt hier lang. Ja, das ist Quatsch. Den müssen wir abmachen. So, dann führt er noch hier lang. Dann machen wir es so. Ha? Passt doch. So, dann hätten wir den da hier. Der führt hier einmal lang. Den schließen wir so einfach an. Dann ist er... Nirgendwo angeschlossen. Saugut. Können das aber so machen? Nee, können wir nicht. Gut. Hätten wir das auch geklärt. So, nochmal. Du läufst hier lang. Hier läufst du lang. So, da unten rum darfst du laufen, weil dann bist du angeschlossen und dann läuft doch. Ich weiß gar nicht, warum das eben so ein Problem war. So, der läuft hier einmal lang. Dann schließen wir den da an und hier nach unten ist er geblockt. Dann können wir ihn so ziehen. So, du läufst hier entlang. An ihn dran. Geht. So, dann sollten wir die zwei hier mal zusammenziehen. Das geht auch so. Dann schließen wir die so einmal an. Dann kommt der so auch dahin. Dann ziehen wir diesen guten Herren einmal raus. Dann ziehen wir diesen guten Herren einmal raus und dann ziehen wir diesen guten Herren einmal raus. Ja, so ist es. 50. Ui. Ui. Okay, lass uns erstmal alles abknipsen. Jetzt müsste das Ding nichts tun. Oh, er tut was, aber das war in Ordnung. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung. So, mal gucken. Können wir ihn ziehen? Ne, da hängt zu viel Klumpatsch dran. Können wir ihn hier ziehen? Vielleicht. Denn er, wenn ich jetzt drücke, zieht er ihn und ihn. Müsste gehen. Tut's auch. Sehr gut. Sehr gut. So, was ist denn mit ihm hier? Der ist so ein wichtiges Stück gefühlt. So, da können wir blocken. Das heißt, wir haben nur den Weg hier lang. Müsste gehen. Sehr gut. So, dann haben wir hier einmal ihn dran. Und ihn dran. Das könnten wir doch so machen, oder? Ja. Cool. So, dann er hier. Ne, der ist da so blöd dran verbunden. Keine Chance. So, er hier wäre interessant. Den können wir hier durchleiten. Hier blocken. Und hier ist er dran. Dann ist er hier dran. Müsste gehen. Tut es auch. So, dann können wir ihn einmal holen. Und ihn einmal holen. Und ihn auch. Wenn wir das wieder anschließen. So. So, was ist denn hier? Hier bist du. Und hier rüber, hier runter kriegst du ihn. Und hier nach links kriegst du ihn. Das Ding hier will ich definitiv lösen. So. Das sind drei sehr wichtige Dudes. Dann können wir den da noch ziehen. Dann können wir... Ich weiß nicht, ob wir die zwei zusammenziehen können. Wir können es probieren. Wenn ich das so mache, müsste er das machen. Dann will er den hier und den hier zusammenziehen. Das noch wegblocken. Mal gucken, ob es geht. Es geht. Cool. Cool. So, dann haben wir hier einmal den da. Das geht mit hier oben nicht klar. Das funktioniert so leider nicht. Aber hier unten lang können wir uns um den da kümmern. Das sollte gehen. Haben dann die Freiheit, ihn zu ziehen. Aber ihn immer noch nicht. Er ist immer noch das Problem.
Okay, wir können hier einmal eine Ecke machen. Oh. Ach, hier oben der. Ach, Mossi. Das war nicht so gut. Das war nicht so klug. So, wie wäre es denn hiermit? Da haben wir den da. Hier oben haben wir ihn noch dran. Und sonst nichts. Ja. So, was ist mit ihm hier? Kriegen wir den? So, kriegen wir nur ihn alleine. Ja. So, dann können wir nämlich auch die zwei zusammen wegziehen. So, haben dann im Prinzip das können wir so hier schon anschließen. Dann haben wir ihn, dann haben wir ihn und wir haben ihn. Ja, Mann. So, anschließen wir ihn noch dran und den noch dran. So. Boah. Thank you for playing. If you like my game and want to see more, please support me by sharing a game or rating it. Have a great day. Maciej Targoni. Ja, der Link zum Spiel ist natürlich in der Videobeschreibung. Und ich mag die Spiele von ihm. Ich habe auch, glaube ich, noch zwei andere mal gespielt in der Vergangenheit. Und ich glaube, das werde ich immer mal machen. Immer mal so ein One-Shot zwischen den Projekten, immer mal so ein One-Shot rein. Und ja, wenn es dir gefallen hat, dann supporte den guten Mann. Hol dir das Spiel auch. Das sind keine teuren Spiele. Die kosten irgendwas zwischen 40 Cent und 1 Euro. Sind auch oft so mal im Sale und so. Kann sich durchaus lohnen. Guckt es euch ruhig mal an. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Ich werde Mossi auf Wiederkuscheln. Und ciao.